Auf zur letzten Runde, einen wunderschönen guten Morgen. Ist es heute so laut, wie es mir erscheint? Na gut, wenn es zu laut ist, sagen Sie Bescheid, ja. Zunächst der Hinweis aufs Kolloquium. Morgen, Monika Eidelsburger, junge Kollegin aus München, spricht über Quantum Simulation, Engineering and Understanding Quantum Systems Atom by Atom. Gut, das war der Hinweis aufs Kolloquium.
dann hatten Sie ja beim letzten Mal das Vergnügen mit Herrn Angrick. Jedenfalls höre ich von ihm, dass es für ihn durchaus ein Vergnügen war. Sind davon noch Fragen übrig geblieben, die wir hier zuerst klären sollten? Nicht der Fall. Nochmal, Herr Angrick sagt mir, er hat auch darauf schon hingewiesen, zur Klausur vielleicht noch die Rechenaufgaben werden wie immer solche sein, die Sie auch auf Übungsblättern und in den Übungsgruppen geübt haben. Die Verständnisfragen gelten bis zur letzten Minute. So, soweit, so gut. Irgendwas, was wir in dieser Hinsicht noch besprechen sollten? Nicht der Fall. Ja, dann kommen wir zum 13. und letzten Kapitel der Vorlesung. Und da geht es um Streuung. Und Streuung ist ganz, ganz wichtig, denn Streuung ist das Phänomen, über das wir mit Abstand am meisten herausgefunden haben, über die Struktur von Bausteinen der Materie, Atomkernen zum Beispiel, aber auch Nukleonen und so weiter. So, also Streuung, Kapitel 13. So, und im Kapitel 13.1 wird es erstmal darum gehen, wie man Streuquerschnitte berechnen kann. Kapitel 13.2 wird es dann um die sogenannte Partialwellenzerlegung gehen. Aber sprechen wir zunächst mal drüber, was mit einem Streuquerschnitt gemeint ist. Gut, das ist ja jetzt nichts wirklich Neues. Ne? Wir haben uns ja in der PTP1 schon mit Streuung beschäftigt und auch da schon differenziellen Streuquerschnitt und so weiter definiert. Aber ich möchte trotzdem noch mal kurz durch die Definition gehen, um anzudeuten, wie wir dann in der Quantenmechanik Streuquerschnitte ausrechnen können. Also was ist gemeint? Ich stelle mir vor, wir haben n sogenannte Target-Teilchen, also Teilchen, die das Ziel dieser Streuung sind. Stell mir vor, ich halte ein Target-Teilchen fest. Das könnte zum Beispiel ein Proton sein, auf das ich Elektronen schieße. Das könnte ein Gold-Atomkern sein, auf das Herr Rutherford Heliumkerne schießt und so weiter. Also n Target-Kerne. Und auf diese n Target-Kerne lasse ich einen Strom J von einfallenden Teilchen fallen. Und dann möchte ich wissen, wenn ich also diese Situation betrachte, ich habe hier, Protonen sind rot, glaube ich, ne? Ich habe hier ein Target-Objekt, welcher Natur auch immer, und ich schicke hier den Strom J drauf. Und jetzt interessiert mich einfach, wenn ich in vergleichsweise großer Entfernung, was das sein soll, müssen wir noch quantifizieren, wenn ich in vergleichsweise großer Entfernung unter dem Winkel Theta nachzähle, wie viele der einfallenden Teilchen dort auftreffen, und zwar unter einem bestimmten Raumwinkel um diesen Streuwinkel Theta herum, dann vermittelt diese Information, der differenzielle Streuquerschnitt. Also das hier, natürlich in zwei Dimensionen gedacht, ist das Raumwinkelelement d Omega, in das hinein die gestreuten Teilchen fallen. Theta ist der Streuwinkel, das ist also insgesamt die Richtung, relativ zur einfallenden Richtung, die ich betrachte. So, dann habe ich jetzt hier den differenziellen Streuquerschnitt, d Sigma nach d Omega.
Und den multipliziere ich mit dem Raumwinkel d Omega, der beispielsweise aufgespannt wird durch meinen Detektor. So, und das ist die Anzahl der gestreuten Teilchen. Diese Beziehung definiert den differenziellen Streuquerschnitt. Also der differenzielle Streuquerschnitt zeigt mir, wie viele der einfallenden Teilchen unter dem Streuwinkel Theta in den Raumwinkel d Omega gestreut werden, wie viele ich dort detektieren kann. So, und wie wir jetzt vorgehen werden, ist einfach, dass wir uns zunächst mal darum kümmern, diese Größe J zu bestimmen. Und die Quantenmechanik liefert uns ja dafür schon die notwendigen Werkzeuge. Denn wir haben ja schon die Wahrscheinlichkeitsstromdichte berechnet. Die Wahrscheinlichkeitsstromdichte, Sie erinnern sich sicher, das ist H quer durch 2im, Psi Stern Gradient Psi minus Psi Gradient Psi Stern. Da hat man schon zu Anfang der Vorlesung drüber gesprochen und hatten uns beispielsweise überlegt, dass diese Wahrscheinlichkeitsstromdichte in bestimmten Fällen erhalten ist. So, also, das gibt uns die Richtung vor, in die wir, die wir verfolgen werden. Wir brauchen also zunächst mal eine Wellenfunktion Psi, die dann erlaubt, diese Wahrscheinlichkeitsstromdichte zu berechnen. Und wir werden dann die Wahrscheinlichkeitsstromdichte benutzen, um aus der definierenden Relation für den differenziellen Streuquerschnitt abzulesen, und Sie werden sehen, es geht dann am Ende recht einfach, abzulesen, wie groß der differenzielle Streuquerschnitt ist. So, das ist zunächst mal das Programm. Jetzt muss ich mir überlegen, wo kriege ich jetzt eine Wellenfunktion her? Da müssen wir natürlich bei Herrn Schrödinger nachfragen. Und ich möchte jetzt eine stationäre Situation betrachten. Also eine Situation, in der ein zeitlich konstanter Strom von Teilchen auf diese Target-Teilchen einfällt, sodass ich die stationäre, also zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung benutzen kann. Naja gut, dann tun wir das doch. Also ich habe den kinetischen Term, ich habe einen potentiellen Term, der wird angewandt auf eine Wellenfunktion Psi, da brauche ich noch ein bisschen Platz, und dann wird ja die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung einfach zu dieser Eigenwertgleichung hier. So, die werde ich jetzt umformen, und zwar so, dass später ein Index k auftritt, und mit diesem Index k verziehe ich jetzt die notwendigen Größen hier, die Wellenfunktion Psi und die Energie E schon. Jetzt forme ich dieses Ding um, aus bestimmten Gründen, wenn Sie gleich sehen. Und zwar bringe ich den Potentialanteil, den Anteil mit der potenziellen Energie nach rechts und den Energieanteil nach links, multipliziere außerdem mit minus 2m durch h Querquadrat und bekomme dadurch, mit geeigneter Definition des k, das kommt gleich noch, mit geeigneter Definition des U, kommt gleich noch, bekomme diese Gleichung hier raus. So, jetzt können Sie natürlich ablesen, was diese Größen sein müssen. Also 2me geteilt durch h Querquadrat. Das ist also die Größe, die auf der rechten Seite entsteht, indem ich mit 2m durch h Querquadrat multipliziere. Das definiere ich als k Quadrat. Ist einfach bequem, ne? Aber das hat ja auch einen Sinn. Das ist die nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung, das wissen Sie ja, ne? H quer K ist der Impuls, sodass da letzten Endes nur da steht E gleich P Quadrat durch 2m. Aha, das heißt, das ist also die Energie, die in diesem Impuls steckt. Ne? Okay, das U ist natürlich analog definiert, U ist 2m durch H quer Quadrat mal V. Das ist einfach eine Bequemlichkeit. So, jetzt habe ich was Interessantes vor mir, nämlich
eine sogenannte inhomogene Helmholtzsche Differentialgleichung. Wenn ich auf der rechten Seite 0 hinschreibe, dann kommt die homogene Helmholtz-Gleichung raus. Helmholtz ist nach dem Heidelberger Gymnasium benannt, wahrscheinlich. So, das ist die homogene Helmholtz-Differentialgleichung. Die können Sie auf erschreckend einfache Weise lösen. Ich zeige es Ihnen mal. Wenn ich von einer kugelsymmetrischen Situation ausgehe, dann ist die Gleichung sofort gelöst. Und zwar auf die folgende Weise. Also, wenn ich, und das werde ich nachher tun, in Kugelsymmetrie übergehe, warum, werden Sie dann gleich sehen, dann kann ich ja zunächst mal anstelle des Laplace-Operators einfach einen sehr einfachen Ausdruck hinschreiben. Dann habe ich nämlich 1 durch r² dr. Das ist Laplace in Kugelkoordinaten ohne den Winkelanteil. So, wunderbar. Dazu kommt dieses k². Dieser ganze Ausdruck, den möchte ich jetzt anwenden auf eine Funktion f von r. Ich habe es ja mit einer kugelsymmetrischen, oder möchte es mit einer kugelsymmetrischen Situation zu tun haben, gleich 0. Diese Gleichung will ich lösen. Und dafür setze ich eine neue Funktion u von r ein, und die soll sein r mal f von r. Es ist immer wieder erstaunlich, wie diese Tricks wirken. Ja. Bilden Sie mal die zweite Ableitung von diesem Ding. Die erste lautet f plus r f'. Die zweite lautet f'2'. Kommt dann hier, indem ich nochmal ableite, stimmt das, was ich hier mache? Schon, oder? Okay, indem ich nochmal ableite, kriege ich hier ein f'. Unsinn. Also, die zweite Ableitung will ich haben. Dann bekomme ich hier ein f'. Hier bekomme ich nochmal ein f', habe ich 2 f'. Und außerdem bekomme ich hier noch ein rf2'. So geht's. Jetzt schauen Sie mal, wenn Sie jetzt diesen Operator hier ausschreiben, dann steht ja hier einfach eine zweifache R-Ableitung plus 2 durch R mal eine einfache R-Ableitung. Also, das heißt, das lautet f2' plus 2 durch R f' plus k² f gleich 0. Jetzt multiplizieren Sie das ganze Ding mit R. Und dann schauen Sie, rf2' plus 2f'. Rf2' plus 2f' taucht hier wieder auf. Das heißt, nachdem Sie mit r multipliziert haben, gehen diese beiden Terme einfach über in ein u2'. Und dann steht hier ein rf, das ist ein u, also steht hier plus k² mal u gleich 0. Und Sie haben die Lösung natürlich vor sich. Das ist ja einfach eine harmonische Oszillatorgleichung. Und das heißt, die Lösungen für u sehen aus wie e hoch plus oder minus ikr. So, ich beschränke mich auf die positive Lösung, die reicht aus für unsere Zwecke. Und das heißt, f sieht so aus hier. So, jetzt sehen Sie, das ist ja sehr schön, aber die Lösung f ist regulär, überall regulär, bis auf r gleich 0. Und die Singularität, die Sie für r gleich 0 kriegen, ist gerade so, dass dieses f, das Sie hier angeben, wenn Sie diesen Helmholtz-Operator hier drauf anwenden, eine Delta-Funktion ergibt. Na, wie kriegen Sie das raus? Naja gut, die Funktion f ist so konstruiert, dass überall, wo Sie überhaupt diesen Operator anwenden können, gleich 0 ergibt. Und dass, wenn Sie über ein Volumen integrieren, das die 0 enthält, gerade gleich 4π ergibt. Minus 4π, um genau zu sein. Das heißt, dieses f, wie es hier steht, ist eine Green'sche Funktion für diesen Helmholtz-Operator. Und das kommt uns wirklich wie gerufen. Also,
in einer kugelsymmetrischen Situation habe ich also, wenn ich nach einer Greenschen Funktion suche, ja die Bedingungsgleichung Helmholtz-Operator oder Differentialoperator angewandt auf die Greenschen Funktion soll eine Delta-Funktion ergeben. Unser Ergebnis hier drüben zeigt, dass dieses E hoch IK, Entschuldigung, das E hoch IKR geteilt durch R gerade diese Delta-Funktion ist. So, mit anderen Worten, Kreidestaub hier. Ich habe gewissermaßen Kreide gefressen. So, das stimmt jetzt fast. Also, und so stimmt es ganz. Also, je nachdem, wen Sie fragen, wie er eine Greensche Funktion definieren würde, finden Sie Definitionen, wo die minus 4 Pi hier drüben stehen, dann ist natürlich die Greensche Funktion einfach E hoch IKR geteilt durch R. Na gut, nicht so wichtig, wo man das 4 Pi hin tut. Also, das heißt, wir haben für die homogene Helmholtzsche Differentialgleichung jetzt eine Greensche Funktion und können uns daraus die Lösung für die inhomogene Differentialgleichung sofort konstruieren. Also, das heißt, ich kann jetzt ein Psi K angeben, denn unser Helmholtz-Operator hier weiß ja Bescheid über das K, also muss ich die Lösung hier noch mit dem K indizieren. Die Lösung kann ich zusammensetzen aus irgendeiner freien Lösung, also eine Lösung, die die homogene Helmholtzsche Differentialgleichung für K gleich 0 erfüllt und eine Faltung mit der Greens-Funktion, wie Sie es aus der Elektrodynamik kennen. Ne? So, damit haben wir das ganze Problem gelöst, oder? Natürlich nicht, ne? Das ist eine Integralgleichung für das Psi. Was machen wir da? Wie löst man eine Integralgleichung? Zumindest in handelsüblichen Fällen. Iterativ, ne? Also Sie setzen erstmal eine Lösung ein, die von dem Integralterm nichts weiß, also das Psi 0. Setzen die in das Integral auf der rechten Seite ein mit der Greens-Funktion, erzeugen sich ein Psi 1 und so weiter und iterieren sich dahin. Es entsteht eine sogenannte Bornsche Reihe. Und wenn Sie es auf die erste Iteration beschränken, dann ist es die Bornsche Näherung. Aber bevor wir uns das anschauen, das ist eine sehr nützliche Gleichung, obwohl es eine Integralgleichung ist, das ist die sogenannte Lippmann-Schwinger-Gleichung. Mitbenannt durch den Herrn Schwinger, der dann mit Feynman und Tomonaga den Nobelpreis bekommen hat. Nicht für diese Gleichung. Gut, jetzt müssen wir uns genauer überlegen, was wir damit machen. Ich schaue mir erstmal die Greens-Funktion noch ein bisschen genauer an. Also ich muss ja jetzt irgendwie mit diesem Ausdruck umgehen. Und dafür gehe ich in große Entfernung von dem Streuzentrum. Ich stelle mir also vor, ich habe hier ein Target-Teilchen, unser Streuzentrum. Das Streuzentrum wird beleuchtet durch diesen Teilchen, einfallenden Teilchenstrom. Bestreute Teilchen fliegen weg und in großem Abstand von dem Streuzentrum betrachte ich die ausfallenden Teilchen. Jetzt verwende ich zum zweiten Mal den Begriff großem Abstand. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es eine Wechselwirkungszone gibt, hier rot zum Beispiel, die gekennzeichnet ist durch irgendeine Skala. Das könnte bei einem Atom beispielsweise der Bohrsche Radius sein.
Und ich beschränke mich jetzt auf Situationen und möchte diese Lippmann-Schwinger-Gleichung auswerten für Entfernungen, die groß sind gegenüber der Skala, die die Target-Teilchen kennzeichnet. Wenn Sie beispielsweise ein einzelnes Proton da reinsetzen und es interessiert Sie die innere Struktur des Protons, dann gibt es hier Skalen, die das Wechselwirkungspotenzial kennzeichnen, je nachdem, ob die starke oder die schwache Wechselwirkung maßgeblich ist. Das sind dann ungefähr 10 hoch minus 15 Zentimeter hier. Und wenn Sie sich genügend weit davon entfernen, zum Beispiel 5 Meter, dann sind Sie in praktisch beliebig großer Entfernung von diesem Streuzentrum. Und auf solche Situationen kommt es mir jetzt an. Und dann möchte ich eine Näherung einsetzen für diesen Ausdruck hier, k mal Betrag von x minus y. So, wie mache ich das? Naja, das ist k mal die Wurzel aus x² plus y² minus 2x mal y. Natürlich hängt es von der relativen Richtung von x und y ab. Versteht sich. Und für den Betrag des Vektors x möchte ich jetzt die Abkürzung r einführen. Dann ziehe ich also ein x² gleich r² hier raus und bekomme kr. Unter der Wurzel bleibt übrig ein 1 minus 2x mal y geteilt durch r². Das ist also der Term, der linear ist in y. Und bedenken Sie, wenn Sie die Lippmann-Schwinger-Gleichung anschauen, dann geht ja hier dieses skalierte Potential als Funktion von y ein. Das Potential soll aber beschränkt sein auf räumliche Bereiche, die sehr klein sind gegenüber dem Abstand, in dem ich mich befinden möchte. Das y ist also gegenüber dem r eine sehr kleine Zahl. So. Wir kommen also noch dazu, y² durch r². Und das werde ich jetzt natürlich schleunigst ignorieren. Das heißt, für diese Wurzel, die hier steht, mache ich jetzt eine lineare Taylor-Näherung. So wie sie da steht, ist sie noch exakt. Ja? Aber jetzt kommt eine lineare Taylor-Näherung. Und die lautet kr 1 minus x mal y durch r². Und Schluss. Ne? Den quadratischen Term vernachlässige ich, eben weil ich davon ausgehe, beliebig weit von dem Streupotenzial entfernt zu sein. Klar soweit, oder? Okay. Das ist also k mal r. Ein Faktor r kürzt sich weg. Dann behalte ich k mal. Jetzt steht hier ein Vektor x geteilt durch r. Das ist also der Vektor x geteilt durch den Betrag des Vektors x. Das ist ein Einheitsvektor, der in x-Richtung zeigt. Der Einheitsvektor, der in Kugelkoordinaten in x-Richtung zeigt, ist aber der Einheitsvektor in radiale Richtung er. So. Mal y. So schaut es aus. Mit dieser Näherung für diesen Phasenfaktor, der in der Greenschen Funktion vorkommt, würde ich jetzt gerne weitermachen. So, und das heißt, ich kann jetzt unter den gegebenen Voraussetzungen die Greensche Funktion nähern durch ein e hoch i kr geteilt durch r mal e hoch minus i, jetzt schreibe ich hier k' mal y, wobei ich mit k' diese Größe hier meine. Ne? Betrag des Vektors k, aber Richtung des Vektors x. So, sind Sie einverstanden hier? Kein Protest? Warum schreibe ich denn im Nenner einfach r statt dem ganzen Ausdruck hier? Ich meine, ich habe ja gerade genähert, ja? Betrag x minus y ist dieses Ding hier, ohne den Faktor r. Ne? Warum schreibe ich jetzt im Nenner einfach r? Da protestieren Sie nicht? Oder ist Ihnen klar, warum?
Darf ich jemanden aufrufen? gut. Setzen Sie dieses Ding hier unten ein. Dann kriegen Sie ein R- eine Korrektur. Wir haben aber schon in erster Ordnung genähert. Wenn Sie diese Korrektur dann, 1 durch 1 minus Korrektur, in erster Ordnung wieder Taylor nähern, dann kriegen Sie eine Korrektur zweiter Ordnung. Die wollte ich aber sowieso weglassen. Das heißt, im Rahmen der Näherung, die ich hier mache, erster Ordnung Taylor, ist es nicht nur angemessen, sondern notwendig, die Korrektur an dem R nicht mehr anzubringen, weil ich dadurch eine Korrektur zweiter Ordnung erzeugen würde. Das kann ich natürlich tun, aber dann müsste ich hier oben in der Phase natürlich genauso bis zur zweiten Ordnung gehen. Und dann ist der Witz kaputt und so weiter. Gut. Also, das ist jetzt unsere Näherung für die Green'sche Funktion. Wunderbar, die setzen wir jetzt wieder ein in die Lippmann-Schwinger-Gleichung. Und dann bekomme ich, das ist also irgendeine freie Lösung hier, das kann eine ebene Welle sein, plus halt. So stimmt's. Minus e hoch ikr geteilt durch 4πr. Ich habe ja diesen Normierungsfaktor 4pi noch mit zu berücksichtigen hier. So, das ist also der Vorfaktor, den ich jetzt aus diesem Integral ziehen kann. Denn ich muss ja y integrieren. Also r ist aber konstant. Okay, es bleibt also übrig ein Integral über u von y, psi k von y. Und jetzt noch der Anteil der Green'schen Funktion, der noch was von y weiß. Das ist also e hoch minus e k Strich mal y. Und das muss eben integriert werden über alle y, Klammer auf, in denen überhaupt dieses Wechselwirkungspotenzial hinreichend von 0 verschieden ist. So, wunderbar. Also das ist jetzt eine Vereinfachung der Lippmann-Schwinger-Gleichung, aber eine Vereinfachung unter der durchaus zulässigen Annahme, ich bin weit genug vom Streuzentrum entfernt. Ich werte also die Lippmann-Schwinger-Gleichung aus in hinreichend großer Entfernung vom Streuzentrum. Das wird anschließend eine riesige Vereinfachung erbringen. Ja, denn ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es ist eine Integralgleichung, das ist natürlich nach wie vor eine Integralgleichung geblieben, aber jetzt kann ich ja auf der linken Seite, indem ich die Iteration beginne, von der ich geredet habe, erstmal eine freie Lösung für dieses Psi k von y einsetzen. Eine freie Lösung wäre aber einfach eine ebene Welle, e hoch e kx. Ja? Dann bekomme ich hier einfach einen Fourier-Faktor. Das heißt, was auf der rechten Seite dann nur noch übrig bleibt, ist einfach die Fourier-transformierte des Streupotentials zum Schluss. Das ist wunderbar. Sie werden dann sehen, wir können damit Rutherford-Streuung auf eine wesentlich einfachere Art behandeln, wie wir es noch in der PTP 1 gemacht haben. Okay, wunderbar. Diesen Ausdruck fasst man häufig noch auf andere Weise zusammen, nämlich indem man eine sogenannte Streuamplitude einführt. F von K und K' und Sie sehen aus dem Vergleich dieser beiden Zeilen, was das F von K und K' ist. Das ist also minus 1 durch 4pi mal diesem Integral. Ich schreibe es nochmal hin. Also die Streuamplitude, das ist minus 1 durch 4pi Integral u von y psi k von y e hoch minus i k Strich mal y und integriert wird eben über alle drei y. So, das ist die Streuamplitude und gut. So viel erstmal dazu. Noch als Ergänzung das Folgende. Wir haben ja hier oben jetzt zunächst mal eine Zeit
unabhängige Lösung der Schrödinger-Gleichung bei vorgegebener Energie EK hergeleitet, beziehungsweise eine Näherung dazu für große Abstände vom Streuzentrum. Was mache ich, wenn ich die Zeitentwicklung wissen will? Na komm jetzt, liebe Leute, könnt ihr nächste Woche auch jemand fragen, oder? Übernächste Woche, Entschuldigung. Wie kriegen Sie jetzt eine Lösung, die sich zeitlich entwickelt? Lang genug anschauen? Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber Sie wissen doch, wie bei vorgegebener Energie die Zeitentwicklung aussieht, oder? Sie brauchen doch nicht mal einen Operator. Wir haben die Gleichung gelöst für einen Energieeigenwert, ne? So ähnlich. Also wenn ich Psi K von T und X wissen will, dann kriege ich das aus dem Psi K von X, indem ich E hoch minus I durch H quer E K mal T hinschreibe. Ne? Übernächsten Montag, ne? So. Und was mache ich jetzt, wenn ich verschiedene Energien mischen will? Ich meine, es könnte ja sein, dass ich jetzt nicht gerade mit einem monoenergetischen Teilchenstrahl auf mein Target leuchte, oder? Sie müssen ein bisschen lauter reden, bitte. Entweder bin ich schwerhörig oder es ist zu leise. Wahrscheinlich beides. Okay, genau. Also Sie wissen ja, wie die Lösung aussieht für eine bestimmte Energie. Dann überlagern Sie, Quantenmechanik, ja, Superposition, dann überlagern Sie den Gesamtzustand jetzt zunächst als Funktion von x allein die 2π hoch 3 ist eine reine Konvention mit entsprechenden Amplituden. Das heißt, Sie fügen eine Amplitudenfunktion b von k ein, die sagt Ihnen, wie stark vertreten Energien EK in dem Strahl sind, den Sie betrachten. Und dann haben Sie das hier. Ne? Das wäre jetzt die Lösung für die stationäre Lösung für nicht monochromatischen, also für nicht monoenergetischen Teilchenstrahl. So, und wenn Sie das jetzt zeitlich abhängig haben wollen, dann ja, schießen Sie los. Moment, ich bin noch bei das Gleiche nochmal. Genau. Jetzt haben Sie eine vollständige, nicht monoenergetische zeitabhängige Lösung. Okay? Also wenn Sie übernächste Woche jemand danach fragt, dann ja. Okay, gut. Also, so weit sind wir jetzt hier. Müssen wir uns irgendwie überlegen, das war ja noch nicht alles, was wir wissen wollten. Ne? Wir haben jetzt einfach diese Streuamplitude ausgerechnet. Okay, alles gut. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ja ein Ausdruck für den Teilchenstrom. Denn aus dem wollen wir dann später einen Ausdruck gewinnen für den differentiellen Streuquerschnitt. Ich muss mich also jetzt daran erinnern, wie die Wellenfunktion selbst mit der Wahrscheinlichkeits- Stromdichte zusammenhängt. Es wäre doch echt mal lustig, da so richtig schnelle Tafeln zu haben, oder? Und deswegen werden wir jetzt im nächsten Abschnitt, also 13.1.2,
nochmal zurückgehen und die Lösung, die wir jetzt für die Wellenfunktion haben, dazu verwenden, um den Teilchenstrom anzugucken, beziehungsweise diese Wahrscheinlichkeitsstromdichte J anzuschauen. So, jetzt gehen wir also nochmal zurück. Zu dieser Definition bzw. zu diesem Ergebnis. Für die Wahrscheinlichkeitsstromdichte kombinieren die mit dem Ergebnis für die Wellenfunktion weit entfernt vom Streuzentrum aus der Lippmann-Schwinger-Gleichung, wobei ich jetzt hier die Streuamplitude gar nicht mehr auszuschreiben brauche, denn alles, was wir ausrechnen müssen, ist ja jetzt der Gradient dieser Wellenfunktion, aber die Streuamplitude hängt ja überhaupt nicht mehr von R oder X ab und das heißt, sie bleibt einfach da stehen, wie sie ist. Ne? So, was sehen Sie denn hier? Ja, jetzt sehen Sie eine Wellenfunktion, die aus zwei Teilen besteht. Und der eine Teil kennzeichnet die einlaufende Welle. Was Sie hier haben, ist eine freie Lösung der homogenen Helmholtz-Gleichung plus ein gestreuter Anteil. Was mich jetzt natürlich nur interessiert, ist allein der gestreute Anteil. Das heißt, ich werde jetzt etwas deutlicher als im Skript eine Wahrscheinlichkeitsstromdichte ausrechnen, die sich allein aus dem gestreuten Anteil der Wellenfunktion ergibt. Und dafür werde ich also nicht die gesamte Lösung Psi einsetzen, sondern nur denjenigen Anteil, der hier die Streuamplitude multipliziert, also den Anteil, der durch die Streuung entsteht. Wenn ich überhaupt kein Streuzentrum hätte, dann wäre das F natürlich 0 und die Lösung wäre einfach die freie Lösung hier. So, also mit anderen Worten, ich setze jetzt hier oben diesen Ausdruck hier ein, nicht den gesamten, und bekomme einen unveränderten Vorfaktor. So, und dann sehen Sie, in beiden Termen trifft jetzt ein F-Stern auf ein F. Der Gradient wirkt darauf nicht. Es entsteht also ein F-Betragsquadrat in beiden Termen. Dann steht hier im ersten Term ein e hoch ikr durch r vom gestreuten Anteil von Psi Stern, wobei ich jetzt durch den Stern hier ein e hoch minus ikr schreiben muss. So, und dann wirkt der Gradient. Den Gradienten kann ich natürlich, weil die Funktion e hoch ikr durch r nur von r abhängt, schreiben als dr mal mal Einheitsvektor in r-Richtung. Also habe ich hier ein dr e hoch ikr geteilt durch r. Das ist der erste Term. Der zweite sieht ganz ähnlich aus. Natürlich, da steht dann e hoch ikr durch r und dr e hoch minus ikr durch r. Ja. Das sind jetzt ein bisschen viel Klammern hier. So reicht es auch. Okay. Und, wie gesagt, ich muss ja hier den Gradienten anwenden. Das ist dr, aber der zeigt in Richtung er und deswegen zeigt der gestreute Strom natürlich auch in Richtung er. Kunststück, ne? Der zeigt vom Tageteilchen weg. Okay, jetzt brauche ich also Ableitungen der Art dr e hoch plus oder minus ikr geteilt durch r und das ist
plus oder minus ik mal e hoch ikr geteilt durch r, ja, von der Ableitung von diesem Ding hier. Und dann noch ein minus 1 durch r Quadrat, also minus 1 durch r mal e hoch plus oder minus ikr geteilt durch r. Okay, na gut. Das heißt, aus diesen Produkten hier fallen die Exponentialfaktoren vollständig raus, weil jeweils ein Exponentialfaktor auf seinen konjugiert komplexen trifft. Es bleibt aus dem Produkt der beiden Faktoren ein Faktor 1 durch r Quadrat übrig, den ich also bei beiden berücksichtigen muss. Und dann sehen Sie, ich muss ja von dem ersten Term den zweiten abziehen. Das heißt, der Beitrag von dem minus 1 durch r, der in beiden Termen gleich ist, der fliegt gleich wieder raus. Und übrig bleiben nur diese Beiträge hier von dem plus oder minus ik, denn die wechseln ja das Vorzeichen. Und ich kriege hier vorne ein plus ik und ich kriege da hinten ein minus minus ik. Also habe ich einfach einen Vorfaktor 2 ik und bekomme js gleich h quer durch 2 im Betrag der Streuamplitude zum Quadrat und jetzt eben 2 ik geteilt durch r Quadrat und der Rest ist einfach weg. So. 2i kürzt sich raus, das heißt, wir behalten h quer k geteilt durch m. H quer k geteilt durch m, was ist denn die physikalische Bedeutung von dem Ding? Ja, die Geschwindigkeit, ne? H quer k ist der Impuls geteilt durch m, ist die Masse. Na klar, der gestreute Teilchenstrom breitet sich aus mit der Geschwindigkeit der Teilchen. Ja, mit was denn sonst? So. Die Streuamplitude sagt, wie viel davon weitergeht. Und was sagt mir das 1 durch r Quadrat? Ja, das heißt, wenn ich den ausfallenden, auslaufenden Teilchenstrom über eine gesamte Kugel mit beliebigem Radius integriere, dann kommt da immer dasselbe raus. Ne? Muss ja auch so sein. Es sei denn, die Teilchen würden sich irgendwo in Luft auflösen oder zum Beispiel zerfallen. Ne? Also wenn Sie es mit zerfallenden Teilchen zu tun hätten, dann dürfte das hier nicht mehr so sein. Ne? Dann müsste hier was rauskommen, was steiler als mit 1 durch r Quadrat mit r abfällt. Aber Sie sehen, hier steht was unglaublich Einleuchtendes. Ja? Das ist die räumliche Verdünnung, 1 durch r Quadrat. Das ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze wegfliegt. Und das f-Betragsquadrat, naja, das zeigt mir einfach an, wie viel davon wegfliegt. Okay, jetzt, um den Streuquerschnitt auszurechnen, muss ich diese Wahrscheinlichkeitsstromdichte hier ins Verhältnis setzen zur einfallenden Wahrscheinlichkeitsstromdichte. Man muss ja irgendwie normieren. Und das heißt, ich muss jetzt noch ausrechnen, welchen Teilchenstrom ich bekomme, wenn ich jetzt nicht den gestreuten Anteil der Wellenfunktion einsetze, sondern den freien Anteil, das Psi 0. Wenn ich also Psi 0 einsetze, Psi 0 ist e hoch i kx, einfach eine nicht normierte Welle, wir normieren ja gerade, dann kann ich ja dafür auch, ich nenne jetzt mal J0, die Wahrscheinlichkeitsstromdichte ausrechnen. Ja, und das ist jetzt ganz einfach, ne? Denn der Gradient von diesem Ding, der zieht ja einfach einen Faktor ik aus der Wellenfunktion und macht sonst nichts. Und das heißt, in beiden Termen bleibt ein Faktor ik übrig und die Exponentialfaktoren multiplizieren sich zu 1. Was rauskommt, ist also einfach ein 2ik mal dieser Vorfaktor, also h quer k durch m.
Na gut, und wenn Sie die ins Verhältnis setzen, dann sehen Sie, okay, die Geschwindigkeit fällt raus und was dann nur noch übrig bleibt, ist ein F Betragsquadrat geteilt durch R Quadrat. Das ist so anschaulich, wie es nur sein könnte. Gut, das mache ich jetzt noch fertig und dann ist Pause. Wenn ich jetzt diesen Teilchenstrom hier, den gestreuten Teilchenstrom, mit irgendeinem Flächenelement dA multipliziere, das ich also im Abstand R anbringe und das in Raumwinkel d Omega aufspannt, dann bekomme ich also Js mal R Quadrat d Omega, das wäre der Betrag des Flächenelements, das wäre die Richtung des Flächenelements. Das gibt mir jetzt an, wie groß der Anteil der Wahrscheinlichkeitsstromdichte ist, der tatsächlich in dem Raumwinkel d Omega unterkommt. Dann sehen Sie, okay, jetzt geht natürlich der Faktor r² raus. Ich normiere gleich noch durch den Betrag des einlaufenden Teilchenstroms. Dann fällt auch noch das h quer k durch m raus. Hier fehlt noch, schreiben wir es so hier, genau. Die Richtung von dem gestreuten Strom ist ja ER. Das multipliziere ich mit ER, das ergibt einfach einen Faktor 1. Also bekomme ich hier F Betragsquadrat mal d Omega. Der Rest fliegt raus. Wunderbar. Daraus kann ich ablesen, der differenzielle Wirkungsquerschnitt ist einfach die Streuamplitude zum Betragsquadrat. Und die Streuamplitude, naja, werden wir gleich sehen, aber erst machen wir Pause.
Dann geht's jetzt weiter. Lassen Sie mich gerade noch mal hinschreiben, was hier schon stand. Also, wir hatten jetzt gesehen, d Sigma nach d Omega, der differenzielle Streuquerschnitt, der uns also interessiert, der ist einfach das Betragsquadrat der Streuamplitude. So, und was hat man für die Streuamplitude rausbekommen? Wir hatten ja gesehen, dieses f von k und k' war minus 1 durch 4pi, das war eine Normierungsfrage hier. Und dann hatten wir ein Integral d3y, u von y, psi k von y, e hoch minus ik Strich mal y. So, das war die Streuamplitude, alles klar. Das heißt, ja, was heißt das jetzt? Ohne eine Lösung psi k für die Wellenfunktion zu haben, können wir hier nicht weitermachen. Ne? Denn die Streuamplitude hängt ja offensichtlich von der Lösung psi k der Schrödinger-Gleichung ab. Und solange ich die nicht habe, weiß ich nur, dass d Sigma nach dem Omega-Betrag von f zum Quadrat ist. Okay, also was mache ich jetzt? Jetzt komme ich zum Abschnitt 13, 1, 3. Und da geht es um die Born'sche Reihe. Beziehungsweise die Born'sche Näherung. Born'sche Näherung, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben in der PTP 1 mal kurz drüber geredet, was die Born'sche Näherung sein könnte. Ist nicht so wichtig. Benannt nach Max Born, ne? Nobelpreis 1954 für die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik. So, jetzt gehe ich mal zur Lippmann-Schwinger-Gleichung zurück. Das heißt, zu dieser Gleichung hier und betone nochmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich, dass man solche Integralgleichungen meistens mit Iteration gut lösen kann. Das heißt, ich stelle mir vor, dass ich eine Lösung irgendeiner Iterationsordnung i schon habe und erzeuge mir daraus eine Lösung der Iterationsordnung i plus 1. Ich iteriere mich jetzt dahin. Und bekomme dann aus der Iterationsordnung i diesen Ausdruck hier für die nächste Iterationsordnung. Okay, wunderbar. So würde man vorgehen. Voraussetzung dafür, dass dieses sogenannte Neumann-Verfahren konvergiert, ist, dass der Integralkern, wie man sagt, also das, was außer der Lösung noch im Integral steht, kontrahierend ist. Alles klar, gehen wir davon aus. Dann bekommt man auf die Weise also eine Reihe von Lösungen, für die eben, wenn der Kern kontrahierend ist, gilt, dass sie gegen die wahre Lösung konvergiert. Und das ist die sogenannte Born'sche Reihe. Reihe. Gut, die Born'sche Näherung bekommen Sie als erste Iterationsordnung hier. Dann müssen Sie also hier drüben die nullte Iterationsordnung einsetzen und das ist die freie Lösung. Also, Born'sche Näherung. Ich setze also jetzt Psi k0 von y gleich e hoch i ky. Das ist einfach die freie Lösung der homogenen
Helmholtzschen Differentialgleichung. Das setze ich ein, dann bekomme ich ein Psi 1 k von x als Psi 0 plus dieses Integral g von x minus y u von y und jetzt e hoch i k mal y d3y. Aha. Gut, das ist einfach die allgemeine Bornsche Näherung, egal was Sie jetzt da als Greens-Funktion einsetzen. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich daran, wir hatten in der klassischen Mechanik mal darüber geredet, dass Sie ja zum Beispiel für solche Streuprozesse, falls es sich um Streuung unter kleinen Winkeln handelt, also wenn die Streuung nicht viel macht, dass ich dann die streuende Kraft integrieren kann über die ungestörte Trajektorie. Also ich stelle mir vor, ich will zum Beispiel in der klassischen Mechanik berechnen, wie sich ein Elektron verhält, wenn ich es an einem Proton vorbeischicke. Oder wenn Sie möchten, wie sich ein Satellit verhält, wenn ich ihn an der Erde vorbeischicke. Oder was auch immer. Wenn der Effekt der Streuung klein ist, dann kann ich die ablenkende Kraft, die also den Satelliten aus seiner Trägheitsbahn ablenken würde, dadurch bestimmen, dass ich die Beschleunigung über die ungestörte Bahn integriere. Das ist die Bornsche Näherung in der klassischen Mechanik und hier sehen Sie die Bornsche Näherung in der Quantenmechanik. Max Born war ein unglaublich guter Lehrer, der zum Beispiel der Lehrer war von Heisenberg, Oppenheimer, Weißkopf und lauter Leuten, die später berühmt geworden sind. Ein unglaublich guter Lehrer gewesen sein. Er war unter anderem der Doktorvater von Pascal Jordan. Und Pascal Jordan war der Doktorvater von Jürgen Ehlers. Und Jürgen Ehlers war mein Doktorvater. Genau. Sodass Max Born mein wissenschaftlicher Opa ist. Das musste mal gesagt werden. Jürgen Ehlers, mein eigener Doktorvater, ist schon lange tot. Aber er war ein unglaublich feiner Mensch und hervorragender Wissenschaftler, habe ich sehr verehrt. Aber gut. So, die Bornsche Näherung. Jetzt spezifiziere ich die Greensche Funktion auf den Ausdruck, den wir vorhin hatten. Na, wir wissen ja schon, wie die aussieht. Das heißt, hier steht noch die Bornsche Näherung für eine allgemeine Greensche Funktion und für ein allgemeines Potential. Jetzt spezifiziere ich die Greensche Funktion auf die Näherung, die wir vorhin hatten. Und nochmal, die Näherung bestand darin, dass wir die Greensche Funktion, die wir aus der Helmholtzschen Differentialgleichung bekommen hatten, spezialisiert haben auf beliebig große Abstände vom Streuzentrum. Mit den üblichen Bemerkungen darüber, was beliebig groß heißt. So, dann bekomme ich also einen speziellen Ausdruck für das Psi, für die Wellenfunktion in Bornsche Näherung. So, und das war jetzt e hoch i kr geteilt durch 4 pi r. Und dann habe ich hier ein e hoch minus i K' mal y, das war der noch von y abhängige Anteil des Phasenfaktors unserer Greenschen Funktion. Dann steht hier ein e hoch i k mal y und dann steht hier noch das skalierte Potential bzw. die skalierte potenzielle Energie. So, na gut, die zwei Exponentialfaktoren, die muss man zusammenfassen. Und dann steht dieses hier da, ne? So, das heißt, wir haben jetzt in dieser Bornschen Näherung
einen ersten konkreten Ausdruck für die Streuamplitude bekommen. Was steht denn hier? Funktion mal imaginäre E-Funktion, komplexe E-Funktion. Was ist das? Ja. Eine Fourier-Transformation. Das ist einfach die Fourier-Transformierte der potenziellen Energie. Ne? Welche Bedeutung hat das K minus K'? Ja. Übertragene Impuls bei der Elektron. Ganz genau. H quer K ist der Impuls der einfallenden Teilchen. H quer K' ist der Impuls der auslaufenden Teilchen. K minus K' ist deswegen vom H quer abgesehen einfach der Impulsübertrag. Auf wen? Mich? Nein. Auf wen? Wer kriegt denn den? Ja. Aufs Target, ne? Genau. So, das ist also der Impulsübertrag auf das Target-Teilchen. Ich bezeichne jetzt K minus K' als Q. Das ist also der Impulsübertrag. So, und jetzt schreibe ich da noch hin, sonst muss ich so viel wischen. Ich lese also ab, dass die Streuamplitude gegeben ist durch minus 1 durch 4pi. Das ist eine Tilde hier, ja? Fourier-Transformierte der potenziellen Energie, ausgewertet am Impulsübertrag. Das ist doch ein wahnsinnig tolles Ergebnis, oder? Das heißt, wir kriegen den differenziellen Streuquerschnitt einfach aus 1 durch 16 Pi Quadrat Betragsquadrat der Fourier-Transformierten des Wechselwirkungspotentials. In Born'scher Näherung, ne? Nicht vergessen. Das heißt, wir haben hier eine Näherung angewandt, nämlich die Näherung der kleinen Winkelstreuung. Beziehungsweise wir haben die erste Iteration der Born'schen Reihe verwendet. Wenn das nicht reicht, na bitte, dann müssen Sie hier weitermachen. Also nicht vergessen, das ist ein wunderschönes Ergebnis, aber halt unter den Einschränkungen der Born'schen Näherung. Okay, gut, jetzt wenden wir es doch mal an. Also 13.1.4 Rutherford-Streuung. So, was machen wir denn jetzt? Also alles, was wir noch brauchen, ist ja letzten Endes nur eine Fourier-Transformierte des Wechselwirkungspotentials, ne? Beziehungsweise, nicht vergessen, der wechselwirkungspotentiellen Energie. Wo kriegen wir das her? Was ich mir vorstelle, ist also Streuung in einem elektrostatischen Potential. Das elektrostatische Potential wird ausgelöst durch einen Atomkern. Das reicht nicht ganz. Ich muss noch berücksichtigen, dass der Atomkern ja umflogen wird von allerlei Elektronen. Aber wie bekomme ich jetzt aus dieser Anordnung von Ladungen, Atomkern plus Elektronen, wie bekomme ich da eine potenzielle Energie, beziehungsweise ein Potential, beziehungsweise dessen Fourier-Transformierte? Wenn Sie eine Punktladung haben, ne? Wo kriegen Sie denn das Potential dieser Punktladung her? Okay, ja. Was löst diese Green'sche Funktion? Die Poisson-Gleichung. Die Poisson-Gleichung. Hat die jemand zur Hand? Wie nochmal?
Da zeigt sich der Hebecker. Egal jetzt, ich weiß, der mag Heaviside-Einheiten, ich mag Gaußsche CGS-Einheiten, ist ja letzten Endes wurscht, aber gut, also, ich mache mal so weiter, ne? Okay, gut, wunderbar. Das ist die Poisson-Gleichung. Was setze ich jetzt für die Ladungsdichte ein? Sie sehen, ich bin heute etwas zurück und muss immer wieder nachfragen. Mal jemand anders vielleicht? Ja. Dimensionsmäßig passt es nicht. Plus oder Minus? Was wäre denn das für ein Atomkern? Ja. Und was hatte Rutherford? Okay, gut. Wo soll ich es denn hin tun? Würde ich auch sagen. So, okay, das ist jetzt die Ladungsdichte für den Kern. Ja? Aber ich muss ja irgendwie noch mit berücksichtigen, dass dieser Kern ja umhüllt wird von Elektronen. Und deswegen schreibe ich in die Ladungsdichte noch einen Term n mal n von x mal e rein mit einem negativen Vorzeichen. N von x ist jetzt die räumliche Verteilung der Elektronen, so dass, wenn ich n von x über alle x integriere, ich die Anzahl der Elektronen zurückkriege. Wie würde ich die kriegen? Natürlich aus dem Betragsquadrat der Lösungen der Schrödinger-Gleichung für das entsprechende Atom. Also, Nabla-Quadrat phi ist minus 4pi e z Delta von x. Jetzt haben wir einen Atomkern in den Ursprung unseres Koordinatensystems gelegt, kann uns ja niemand verbieten. Ne? Minus n von x. Okay. Na, das ist schon mal sehr schön, aber was wir brauchen, ist eigentlich die Fourier-Transformierung davon. Wie kriege ich die? Heute müssen Sie mir alles sagen. Alles. Wie kriege ich die Fourier-Transformierung von dem Ding? Fast einverstanden. Also, klar, ne? Sie kriegen im Fourier-Raum anstelle des Laplace-Operators ein mal Q-Quadrat, ne? Weil wir brauchen es als Funktion von Q. Und das Vorzeichen? Plus Q-Quadrat? Minus Q-Quadrat? Gut, da muss ein Minus Q-Quadrat raus werden. Ne? Ist ja wunderbar, dann werden wir das hier drüben los. Was sind die Fourier-Transformierte vom Delta? Nee. Welche? Das ist die Fourier 1. Ne? Bleibt also einfach Z. So. Und das Fourier-transformierte n nenne ich f und das ist der Formfaktor. Ja, der sogenannte Formfaktor der Elektronenverteilung. Das ist ein bisschen blöd hier, aber darauf kam es mir an. Formfaktor, so, und jetzt haben wir sofort die Fourier-transformierte der Potenzial. Was brauchen wir?
Wir brauchen die potenzielle Energie, ne? Nicht das Potenzial. Was ist der Unterschied? Was muss ich denn machen, um aus dem Potenzial die potenzielle Energie zu kriegen? Ja. Mit welcher? Z ist keine Ladung, sondern nur eine Zahl von Ladungen. Ja. Warten Sie mal, welche Ladung ist das eigentlich jetzt? Vom Atomkern? Nee. Also die Ladung des Projektilteilchens. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt da Elektronen drauf schieße, dann muss ich mit minus E multiplizieren. Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, da Positronen drauf zu schießen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also jetzt muss ich mich festlegen, welche Art von Projektil ich nehmen will und lege mich darauf fest, auf Elektronen fest, bekomme also minus E. Ja? Das heißt, ich schreibe jetzt mal gleich U tilde von Q, ja, also die Fourier-transformierte potenzielle Energie. Das ist also jetzt minus 4πa² geteilt durch Q². Jetzt habe ich die Vorfaktoren behandelt, jetzt kommt ein Z minus F. Aber Vorsicht, ne? Das ist die skalierte potenzielle Energie und der Skalierungsfaktor war 2m durch h². Also muss ich nochmal nehmen mit 2m durch h². Und jetzt habe ich, ja. Ja. Das ist eine Frage der Art, ob Sie die Fourier, also wie Sie die Fourier-Konvention wählen. Also ich wähle sie so, dass die Fourier-Transformierte eine Funktion im Konfigurationsraum, die dann eine Funktion von K ist, gegeben ist durch ddx, f von x, e hoch minus i kx. Wenn Sie so wählen, dann müssen Sie bei der Rücktransformation die gesamten Faktoren 2π hoch d berücksichtigen. Okay, also was kriegen wir? Wir kriegen in minus 8πme² geteilt durch h² q² z minus f. Okay, und das heißt, unser differenzieller Streuquerschnitt d Sigma nach d Omega. Was war das? Das war 1 durch 16π² mal den Betragsquadrat von diesem Ding hier. Das Betragsquadrat von diesem Ding hier gibt 64π² erstmal. Das muss ich teilen durch 16π². Das macht also einen Faktor 4. Ja, das heißt, ich bekomme hier 4m² e² durch h² q² z minus f. So, das ist der Rutherfordsche Streuquerschnitt. Alles, was jetzt kommt, ist, dass wir ein bisschen schöner machen. Soll ja auch noch was aussehen. Ne? Also, ich würde jetzt gerne noch das Q², den Impulsübertrag, ausdrücken durch Größen, die ich besser kenne. Ne? Und wir hatten ja gesagt, das ist der Impulsübertrag, das ist also K minus K' zum Quadrat. Und wir sind ja die ganze Zeit schon von elastischer Streuung ausgegangen, ne? Dass also die Energie unverändert bleibt. Das heißt, ich weiß, der Betrag von K' muss gleich dem Betrag von K sein, sodass ich bekomme 2K². Das sind die Quadrate der einzelnen Faktoren. Minus 2K mal K'. So, aber K mal K' ist ja Betrag von K mal Betrag von K', der ist wieder gleich dem Betrag von K, mal Kosinus des Zwischenwinkels, der Zwischenwinkel ist der Streuwinkel. Also bleibt hier übrig 2K² 1 minus Cosinus Theta
So, und 1 minus Cosinus Theta ist 2 mal Sinus Quadrat Theta halbe. Also ist das hier 4k Quadrat Sinus Quadrat Theta halbe. Und jetzt setze ich noch den Ausdruck für k Quadrat ein, mit dem wir vorhin k durch die Energie durch k ausgedrückt haben. Was war das nochmal? K Quadrat war 2me durch h quer Quadrat. Ne? Okay, so, das geht jetzt hier rein. Das ist erstmal der unveränderte Vorfaktor. Jetzt brauche ich ein 1 durch q Quadrat. 1 durch q Quadrat ist also zunächst mal 4 Sinus Quadrat Theta halbe. Und das ist falsch hier. Denn hier steht ja q hoch 4. Ne? Ich muss ja hier das Betragsquadrat nehmen. Jetzt stimmt es aber hoffentlich. So, also ich muss hier q hoch 4 nehmen. Dann bekomme ich hier ein 4 Quadrat. Ne? Und hier steht ein Sinus hoch 4 Theta halbe. Oh je, oh je. So. Und jetzt brauche ich noch ein 1 durch k hoch 4 insgesamt. Also brauche ich den Kehrwert von diesem Ding zum Quadrat. Also h quer hoch 4 durch 4 m Quadrat e Quadrat. Ach, ne, das ist so schön. Macht Spaß, oder? Wie viele Faktoren 4 haben wir jetzt? Na, einer kürzt sich weg, da bleiben 2 übrig. Da ist ein Faktor e Quadrat, da ist ein Faktor klein e hoch 4. Also schreiben wir e Quadrat durch 4e in Klammern zum Quadrat. Das mal das eine. Z minus f Quadrat fehlt noch. 1 durch Sinus hoch 4 Theta halbe. Z minus f in Klammern zum Quadrat. Okay, das ist jetzt unser quantenmechanisches Ergebnis für den Rutherfordschen Treuquerschnitt. Was haben wir gemacht? Wir haben ausschließlich die aus der Poisson-Gleichung zunächst die Fourier-Transformierte des elektrostatischen Potentials bekommen, haben das umgewandelt in die Fourier-Transformierte der potentiellen Energie, haben dabei Projektilteilchen gewählt und bekommen diesen Ausdruck hier. Erinnern Sie sich, den hat man in der PTP 1 schon mal. Was war denn da rausgekommen? Zufällig habe ich ihn gerade da. Schauen Sie mal, wie schön. Oh je. Der ist am Rand seiner Fähigkeiten hier. Na gut, also Sie sehen hier denselben Ausdruck, beziehungsweise fast denselben Ausdruck. Da steht nicht einfach ein klein e hoch 4, also bei uns jetzt in der Quantenmechanik steht nicht einfach ein klein e hoch 4 mal z Quadrat, sondern e hoch 4 mal z minus f zum Quadrat. Warum kriegen wir jetzt hier diesen Unterschied? Weil wir hier in der Poisson-Gleichung ausdrücklich berücksichtigt haben, dass die Elektronenhülle mit zu den Quellen des elektrostatischen Potentials zählt.
Was hat man in der klassischen Mechanik gemacht, mangels Alternativen? Wir haben ja einfach eine Lösung des Kepler-Problems genommen, wenn Sie sich daran erinnern. Wir hatten ja ein Elektron auf eine Hyperbelbahn um ein Proton geschickt und hatten die Bahnparameter für diese Hyperbelbahn aus der Lösung des Kepler-Problems abgelesen. Und da ist natürlich das Kraftzentrum ein einfacher Punkt und deswegen fehlt der Formfaktor in der Herleitung aus der klassischen Mechanik. Jetzt könnte man mal auf die Idee kommen, diesen Streuquerschnitt, wie er hier steht, über alle Streuwinkel zu integrieren. Es gibt ein böses Erwachen, weil das Integral divergiert. Warum darf ich das nicht? Warum darf ich dieses Ding überhaupt nicht über die Streuwinkel integrieren? Ja. Weil ein Ablenkwinkel von 0 in der echten Welt nicht existiert. Das ist im Endeffekt eine experimentelle Sache, bei der wir nie so weit kommen, dass wir einen unendlichen Stoßparameter haben. Das ist der eine Grund. Ist denn für beliebig große Streuwinkel diese Formel überhaupt noch gültig? Unter welche Voraussetzungen haben Sie denn hergeleitet? Wir haben die Born'sche Näherung angenommen. Ne? Das kann man jetzt schon bis zu beliebig großen Streuwinkeln anschauen, aber dann wird es halt auch beliebig falsch. Ne? Okay, soweit wollte ich heute kommen. Streu unter kleinen Winkel. Raumwinkel definieren steht hier. Sehen Sie, da stehen noch Arbeitsaufträge für den Autor drin. Okay, gut. Das war's für heute. Wir sehen uns dann am nächsten Dienstag nochmal zum Programm der nächsten Woche nochmal. Nachdem ja Herr Angrick mit Ihnen die Übungsblätter nochmal besprochen hat, wollte ich in der nächsten Woche also das Kapitel 13 der Vorlesung abschließen. Das enthält dann die sogenannte Partialwellenzerlegung. Und dann am Donnerstag nächster Woche nochmal eine Wiederholungsstunde einlegen. Okay? Dann bis Dienstag.